Für ihn war dieses 2017 ein echtes Wahnsinnsjahr. Der Tiroler Radprofi Stefan Denifl kann dieses abgelaufene Jahr ohne Übertreibung als sein bisher erfolgreichstes bezeichnen. Sportlich ist es mit seiner Karriere steil nach oben gegangen. Und auch privat hat sich für den Stubaier einiges getan. Mit dem Gewinn der Österreich-Radrundfahrt sorgt der 30-jährige Stefan Denifl für den ersten Tiroler Gesamtsieg seit 9 Jahren. Den Grundstein zum bis dahin größten Erfolg seiner Karriere legt der Stubaier mit dem Sieg bei der schweren Bergankunft am Kitzbüheler Horn. Einen Husarenritt legt Stefan Denifl dann Anfang September auch bei einer der wichtigsten Radrundfahrten der Welt, der Vuelta in Spanien, hin. Nach 82 Jahren Pause gewinnt wieder einmal ein Österreicher eine Etappe bei der Vuelta. Zurück in der Heimat gibt es dann am Innsbrucker Flughafen einen großen Empfang für Stefan Denifl, mit dabei auch Sohn Xaver, der kurz nach der Österreich-Radrundfahrt auf die Welt gekommen ist. Im September geht Stefan Denifl dann auch bei der Radweltmeisterschaft in Bergen in Norwegen an den Start. 100.000 Radfans sorgen dort für eine unglaubliche Atmosphäre. Eine ähnliche Stimmung wünscht sich Stefan Denifl auch bei der anstehenden Heimweltmeisterschaft Ende September 2018 in Innsbruck, Tirol. Und jetzt ist er hier bei mir in Tirol heute, Studio Stefan Denifl. Schönen guten Abend, fein, dass du da bist. Danke für die Einladung. Fassen wir es noch mal kurz zusammen. Vater eines Sohnes geworden, Österreich-Radrundfahrt gewonnen, Etappensieger bei La Vuelta. Was war denn dann für dich das wichtigste Ereignis dieses Jahres? Also Gänsehaut momentan gerade wieder, wenn ich die Bilder sehe von ganzen Jahr. Also war ein Traumjahr. Also ich glaube, ich habe jetzt echt 15 Jahre von meinem Leben in den Leistungssport investiert. Ich habe immer gewusst, dass ich große Siege in mir stecken. Und heuer ist endlich mal alles aufgegangen. Mit dem Ötosieg als Österreicher ist schon eine Traumsache gewesen. Dann Papa geworden vom Xaver. Ein super netter, der so ein Lieber war zum Fressen. Und dann der Welt-Etappensieg. Also wirklich 2017 war ein Jahr, was, glaube ich, für mich ewig in Erinnerung bleiben wird. Dein Sohn Xaver ist jetzt gerade 5 Monate alt geworden. Wie hat sich denn euer Leben mit ihm verändert? Ja, am Anfang war nicht viel daheim. Die ersten 2 Monate war ich 5-6 Tage nur daheim. Großer Dank an die Freundin, die das wirklich alles super gemacht hat. Sie hat die Hauptarbeit gehabt. Und ich bin der Papa so ein bisschen heimgekommen und einmal Xavern darf zwischendurch wieder. Also das nennt man so, ich tue jetzt Xavern, oder heißt das? Xavern sagen wir, ja. Nein, es ist schon schwerer geworden. Also ich habe es jetzt gesehen, vor Anfang Dezember und ich muss nach Alicante zum Trainingslager zu marschen. Und so das Wegfahren von daheim ist jetzt schon, also der Heimweh ist größer, wie er vorher war. Und das heißt, glaube ich, für mich auch, dass die nächsten Jahre dann im Sport ein bisschen komplizierter werden. Wir feiern morgen den Jahreswechsel. Wenn du jetzt das ganz besondere Dankeschön aussprechen müsstest, wem gegenüber würdest du das tun? Deiner Familie, deinen Trainern und Betreuern, dem lieben Gott, dem Schicksal? Ganz klar meine Familie, vor allem mein Papa von mir. Der war echt immer für mich da, war früher auch Radlfahrer und der hat mir den Weg dorthin gelegt. Und ja, meine Oma, vor allem meine Mama, meine Schwester und klar ist meine Freundin. Und ja, jetzt bin ich nur dankbar, dass ich Xaver habe momentan. Ende September ist Tirol ja bekanntlich Schauplatz der Rad-WM, einer ganz, ganz wichtigen Veranstaltung. Mehr als 1.000 Athletinnen und Athleten werden hier in Tirol sein. Und allein zum Profi-Radrennen dann am Wochenende, an dem du ja auch teilnimmst, werden 300.000 Fans erwartet. Dafür nimmt man sich natürlich Dinge vor. Was nimmst du dir vor? Nächstes Jahr wird wieder ein super Jahr, glaube ich. Also mit ihm will ich Tour de France Teilnahme, Palma, Visiermann. Und dann klarerweise die Heim-WM. Auf die bin ich jetzt schon die letzten 4 Jahre fokussiert. Ich glaube, bei uns kann ich nicht richtig vorstellen, was eine Radl-WM heißt. Aber das ist eigentlich die Top normalerweise Ski-WM, so ein Event. Und Innsbruck liegt ja so lokal. Also werden wirklich Italiener, Slowaken werden viel kommen, Deutsche, Schweizer. Und das wird mein Event, wo ich mich, glaube ich, hoffentlich gut in Szene setzen kann. Und so einen Tag wie bei der Welt, da brauche ich die halt dann nächstes Jahr im September. Jetzt bist du derzeit daheim im Stubai. Was macht ein Radprofi im Winter? Haben viele Leute gefragt im Vorfeld. Ja, wenn man in Tirol wohnt, muss man ein bisschen Alternativen finden im Winter. Ich mache jetzt sehr viel Skitouren. Also heute war der Tag so, ich bin in der Früh aufgestanden, 1 Stunde Ergometer, dann 2 Stunden Skitour, dann nochmal 2 Stunden Ergometer, das heißt 5 Stunden Training heute. Es sind lange Tage, aber ich bin gerne daheim in der Jahreszeit und ich bin nicht nur am Radl das ganze Jahr. Also wenn eine Alternative mit Skitouren, taugt mir gut.
Aber gearbeitet, wie wir gerade hören, wird ja weiterhin. Also es ist ein intensives Training auch in diesen Wintermonaten angesagt. Aber es geht ja gleich einmal weiter für dich. Schon Anfang Februar die ersten Rennen wieder. Genau, also das Radlfahren ist schon über das ganze Jahr ein Sportler. Das heißt, wir haben im November haben wir mal 4 Wochen, wo wir wirklich Pause haben. Und der Rest vom Jahr ist hartes Training. Und vor allem das, was ich jetzt im Winter mache, den Grundstein, der bringt mich dann immer Sommer um und der hilft mir dann für die Erfolge im Sommer wieder. Also Rasten gibt es bei uns selten und ist wirklich ein ganz Jahres Job. Wie feierst du Silvester morgen? Ja, meine Partyzeiten sind auch vorbei, muss ich sagen, klarerweise. Und jetzt bin ich mit der Familie. Also wir entscheiden, ob wir bei der Freundin feiern, im Zillertal oder daheim im Stubertal. Das entscheiden wir nachher spontan morgen, je nach Training. Aber auf alle Fälle mit dem Xaver und ich hoffe, er bleibt auch bis Mitternacht, dass ein paar Licht- und Raketen sieht. Gibt es einen ganz besonderen Wunsch fürs nächste Jahr? Ja, Tiroler Sportler würde ich gerne noch werden, also bitte fleißig warten. Schauen wir, wie es ausgeht. Hoffen wir es. Alles Gute, schön, dass du da warst und einen guten Rutsch. Danke, allen einen guten Rutsch auch.